Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Und es schüttet schon wieder ein Ström, Digga. Ich weiß nicht, was es ist. Also, gefühlt jede Folge regnet es wie am Stück, Alter. Wie aus Eimern. Ja, so regnet es. Und ich weiß nicht, warum der Typ da hinten nicht an mir vorbeifahren will, aber ist ja auch egal. Vor allem, warum er auch so viel Abstand hält. Naja, egal. Ihr seht, ich habe einen neuen LKW. Endlich. Ich lasse jetzt einen KI-Mitarbeiter mit meinem anderen fahren. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist halt sparen, damit ich den anderen LKW umrüsten kann zum Schwerlasttransporter. Und dann werden wir bald noch Schwerlasttransporte sehen. Boah, habe ich richtig Bock drauf. Ich liebe diesen LKW. Es regnet. So, jetzt schummel ich einfach mal ganz schnell mich hier durch. Jetzt habe ich natürlich die einen da ausgebremst, glaube ich, aber ist ja jetzt auch egal. Naja, nicht ganz. Ja, wir fahren nach Nizza. Nizza, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, Nizza war es. Nizza. Ist schon traurig, dass ich, das ist ja ein relativ berühmter Ort, dass ich den nicht, kenne, das ist schon traurig. Stimmt, ja, sind ja 90. Ha! Tja. Hier sind aber wieder 80. Hier sind sogar nur 50. Weil Grenzübergang, wie ist das? Er war schon ziemlich lost, dass ich da beim letzten Mal gesagt habe, dass wir nach Tschechien fahren, obwohl es ja Slowakei war. Sorry dafür. Ja, und dann noch was. Ich wollte ja am. Oh, hier sind nur 70. Stimmt. Ich wollte ja am Samstag zwei Videos bringen. Warum kam da jetzt kein zweites? Das Ding war. Ich habe total verplant. Ich dachte jetzt so, ja, am Freitag, ne, da kannst du ja schön aufnehmen dann und dann lädst du es hoch und dann kommt es am Sa oder lädst es halt am Samstag hoch, ne, und dann kommt das halt alles schön und gut. Aber am Freitag sind wir quasi in Urlaub gefahren. Stimmt, ja, war ja was mit Tankstelle. Ich glaube, ich bin jetzt an keiner vorbeigefahren, ne? Nee, wow. Der schnellste Weg ist natürlich nicht da an der Tankstelle vorbei. Aber ich glaube, bis dahin könnte man es noch schaffen. Also ich hoffe, dass wir es bis dahin schaffen. Das wäre echt scheiße, aber. Oder gibt es noch eine Tankstelle, die näher dran ist? Nee. Für 413 Kilometer reicht das noch. Ja, mal gucken. Hier sind 80. Das ist ja Autobahn. Ja, könnt ihr mal schreiben, wie euch der Mercedes gefällt. Also mir gefällt er allein schon vom Blinker. Da klingt er nicht so aggressiv. Dann ist er auch etwas leiser, glaube ich, sogar als der Volvo. Aber er hat halt nicht so viel Power. Also ich habe hier den maximalen die maximale Motorstufe drin. Der ist immer noch schwächer als mein Volvo. Und der Volvo hat noch nicht die maximale Motorstufe drin. Die hat erst ab Level 25. So, ein bisschen kann ich es ja verstehen, dass man beim Regen mit dem LKW etwas langsamer fährt. Aber so langsam muss jetzt auch nicht sein. Die fahren ja jetzt halt jetzt 50, 60 so. Ich finde, so langsam musst du jetzt auch nicht fahren. Ja, jetzt ist sie gesperrt.
Ja, mach ich nicht mit, Alter. Dann schmuggel ich mich da irgendwie durch, Alter. Hä, außerdem ist ja nicht gekennzeichnet, wo gesperrt ist. So, der stand halt jetzt da einfach rum. Jetzt auf der rechten Spur, so. Ich bin an ihm vorbei, wo ist jetzt hier gesperrt? Weil, eventuell habe ich auch ein Auto übersehen. Das kann ja auch sein, ne? Da stand bestimmt ein Auto. Ich habe es bloß nicht gesehen. Bestimmt. Oh! Nee, doch nicht. Hier ist halt wirklich gesperrt. Boah, wisst ihr was? Es juckt mich ein Scheißdreck. Fahr einfach dran vorbei. Weil ich muss zur nächsten Tankstelle. Im Real Life würde jetzt die Polizei hinter mir her sein, aber hier juckt es halt keinen. Ich hab's nur mal eilig, ich muss zur Tankstelle. Und das ist die nächstliegende Tankstelle. Dafür kann ich nichts. Verbremst. Ah ne, doch nicht. Geht noch. 185.000, ich glaube, das reicht aber sogar schon für den Umbau, ne? Ja, aber ich bin noch nicht Level 25, das ist das Problem. Ich glaube, ich bin Level 24, also ein Level fehlt mir noch, dann schalte ich die letzte Stufe des Motors frei. Brian, ich habe hier mein Handy neben mir liegen. Um die Zeit zu stoppen, jetzt... Ach, na toll. Ja gut, das ist jetzt ziemlich dämlich. Da drüben ist die Auffahrt gesperrt. Aber bei mir wird die als ach so. Ja, na gut. Ich sehe schon warum. So, was haben wir denn da vorne? Helikopter sehe ich nicht. Ein ausgebrannter LKW, wow. Nee, nicht mal LKW, sondern LKW-Anhänger. Wow. Das war jetzt nötig, ganz ehrlich. Und direkt dahinter wurde auch ein LKW angehalten. Den haben sie bekommen, mich aber nicht. Na, egal. Oh, es wird jetzt auch dunkel. Auch ganz lustig. Also so finde ich ihn viel besser. Wer jetzt natürlich Gas gibt, ist er natürlich auch laut. Aber ich glaube nicht so laut wie der Volvo. Und dann, wenn er halt rollt, oder eben halt eben, ja doch, rollt, na, dann ist das so schön, weil der dann halt einfach keinen Ton von sich gibt, du hast halt nur die Reifen. Oh, apropos Reifen, ich kann die Reifen mal ändern. Ja gut, das mache ich dann als nächstes. So, ich muss dann auch mal hier gucken, bei der Weltkarte. Wo machen wir einen Stopp? Also Bratislava... Klagenfurt. Oh ja, okay, wir machen Klagenfurt Stopp. Ich meine, das ist zwar jetzt keine so weite Strecke, aber ist ja egal. Da würde ich sogar sagen, von Klagenfurt bis nach Verona machen wir noch ein Video und dann von Verona bis nach Nizza. Das sind dann drei Videos. Zwar relativ kurz, aber das kommt mir vor allem auch sehr gut, weil ja, Internet und so, ne? Kennen wir doch. Setze ich bis dahin eine Markierung und dann fahren wir dorthin und dann haben wir das. Wir werden die Folgen halt kürzen. Ist ja egal. Ja, mir ist mal so aufgefallen. Ich weiß nicht, also 4 Aufrufe hatte das
Pack-Opening, was ich hochgeladen habe. Einer von weiß ich ganz genau, wer das war. Der hat auch schon, war auch sehr gehypt auf das Pack-Opening. Ein Freund von mir. Ne? Wer die restlichen drei war, weiß ich nicht. Also doch, einer war ich, weil ich mir das Video angeguckt habe. Ich glaube, zwei Aufrufe war ich. Ich glaube, ich habe mir das zweimal angeguckt. Nur einmal nicht komplett. Und dann habe ich mir gedacht, ja komm, guckst du es halt nochmal an. Achso, das habe ich nicht wegen Aufrufe gemacht, ne? Sondern ich dachte mir halt so, guckst du dir mal an, guckst du mal, wie es geworden ist, so, ne? Wie es aus Zuschauerperspektive aussieht. Mehr war das nicht. So, als ob ich, Aufrufe mir gebe. Mache ich nicht. Ich finde es ja auch selber dämlich. Man betrügt sich ja quasi irgendwie, weil man hat ja dann die Aufrufe nicht selbst errungen, ja, sondern sie halt selbst gegeben. Also ich finde, dass sich manche davon befriedigt fühlen, so viele Aufrufe zu haben, nur weil sie 80 Mal da auf ihr Video geklickt haben, schon echt dämlich. Aber was willst du machen? Gibt halt solche Leute, die sind halt einfach dämlich. Ne? Oh, hier ist 70. Aber ich bin nicht so. Wenn ich halt wirklich auf ein Video raufklicke, dann entweder, weil ich zu voll bin, auf YouTube Studio zu gehen, oder weil ich gerade YouTube Studio nicht zur Hand habe, oder um mir es halt eben nochmal anzugucken, um zu wissen, wie das denn jetzt eigentlich wirkt. Na, und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich mir das angeguckt habe, als ich das zweite legendäre Pack getriggert habe, sage ich jetzt mal, schon ganz dezent cringe, dass ich da so ausraste. Ah ja, und dann, ne, muss ich noch was sagen, und zwar, ich habe ja gesagt, ja, also, war ja voll scheiße das Pack-Opening, so scheiße war es nicht. Es war halt nichts dabei, was ich wirklich haben wollte. So, was ich ja wirklich haben wollte, war ja Black Ice, ne? Oder halt ein legendärer Waffenskin. War halt nicht dabei. Hat mich halt sehr enttäuscht irgendwie, weil da waren ja schon sehr viele epische dabei. Sehr viele Chancen, Black Ice zu kriegen. Da habe ich aus den legendären Packs halt einfach nur Headgears bekommen, ne? Meine ich. Also Waffenskin war nicht dabei. Na, muss ja Headgear sein, weil ich habe ja auch keinen Charme gezogen. Ja, also ich Enttäuschung war groß, wobei ich halt sagen muss, Engraved, der andere Skin dafür, die PDW 9 und so, das waren schon tolle Skins. Ja, sage ich nichts. Ich habe auch beispielsweise bei dem ersten epischen Alpha Pack, das war ja glaube ich auch das allererste, da habe ich auch gesagt, oh nein, das ist voll scheiße. Es war nur scheiße, weil Black Ice besser ist. Ja. An sich nutze ich das jetzt allerdings, weil ich glaube, das passt sogar mit Engraved. Also es passt zu Engraved, aber ich glaube, das ist sogar ein Set. Also der Skin, der Waffenskin Engraved, passt halt wirklich super gut zu diesem Headgear, deshalb nutze ich das gerade. Und sieht auch ein bisschen lustig aus, wenn man dann so Killcam sieht. Also wenn ich mir die Killcam angucke und sehe, wie die da rumlaufen, mich töten, aber ich halt eben dieses lustige Headgear da habe. Ja. Sieht ganz funny aus. Und das für Echo, beispielsweise das Headgear, habe ich glaube ich jetzt auch drauf. Weil ich weiß nicht, warum ich das so hässlich fand. Irgendwie, als ich das gesehen habe, dachte ich mir so erstmal so, yo, what the fuck ist denn mit dem falsch? Also erstmal Sicherheitsabstand, holy shit. Und zweitens, dachte ich mir halt so, yo, das sieht super hässlich aus. Aber halt erst auf den ersten Blick. Als ich mir das dann nochmal angeguckt habe und mir so dachte, ja komm, guck's mal, vielleicht nimmst du es ja doch. Habe ich es halt mir angeguckt und gesehen, ja doch, das nimmst du. Sieht besser aus als das normale. Tja, jetzt habe ich es doch genommen. Wo ich gesagt habe, das sieht echt scheiße aus. Ja. Aber Moped werde ich trotzdem nicht nehmen. Ja, was habe ich denn jetzt eigentlich alles bekommen?
Moped hatte ich ja, dann den Skin für. Dann das Headgear für Twitch. Das habe ich beispielsweise auch genommen, weil Twitch sieht ja super duper hässlich aus. Also hässlich. Sie ist, glaube ich, der hässlichste. Nee, der zweithässlichste weibliche. Nee, doch, der hässlichste weibliche Operator. Oder? Nee, der zweithässlichste. Ich weiß nicht. Also Mira ist noch hässlicher, finde ich. Weil die hat ja erstens eine Sturmhaube. Nee, Quatsch. Mira hat keine Sturmhaube, aber sie hat einen super beschissenen Helm. Der sieht so kacke aus. Wirklich, da kriegst du Kotzen, Alter. Ja, Twitch hat halt einfach bloß eine Sturmhaube auf. Das sieht halt auch super hässlich aus. Deshalb finde ich das ganz gut, dass ich jetzt den Skin da bekommen habe, weil jetzt hat sie endlich keine Sturmhaube mehr auf, sondern Basecap. Das nach hinten. Und ein Bandana, also sieht schon nicht schlecht aus. Kann man nehmen. Ich war halt enttäuscht, weil generell von legendären Skin, von legendären Alpha Packs kann man eigentlich auch fast nur enttäuscht werden. Yo. Alter. Weil müsst ihr euch mal vorstellen, was ist in legendären Alpha Packs drin? Headgears, Skins, also für die Operator und was noch? Ah ja, Charms. Na, Anhänger. Also du kannst und dann halt noch Waffenskins, aber es sind mehr, aber du hast eine viel, viel höhere Wahrscheinlichkeit, einen Charm, einen Skin für den Operator oder einen Headgear zu bekommen, als irgendwas anderes. Das kotzt mich halt schon so ein bisschen an, weil legendär ist legendär. Charms will keiner. So, ich meine, ich habe zwar welche auf meinen Waffen drauf und es gibt auch Leute, die nutzen Charms, aber der größte Teil braucht halt keine Charms, vor allem aus dem legendären Alpha-Pack schon gar nicht. Ich meine, Charms dürfen ja existieren und auch aus Alpha-Packs kommen, aber dann aus grauen oder aus blauen. Ja. Da dürfen sie gerne droppen, aber nicht aus legendären oder epischen. Und vor allem dann ist ja auch immer lustig, was für Charms in diesen legendären und epischen Alpha-Packs drin sind. Ja, das finde ich auch immer noch ganz funny. Zum Beispiel sind halt irgendwelche dämlichen Dinosaurier-Charms in den epischen Alpha-Packs drin. So, ich denke mir so, Alter, warum? Wer braucht einen Dinosaurier an seiner Waffe? Niemand. Warum ist sowas episch? Ja, und dann gibt es halt eben Headgears, wie beispielsweise das von Maverick, was ich ja bekommen hatte. Genau, das war das dritte. Das von Maverick oder Moped für Nöck. Wo du dir halt auch bloß so die Frage stellst, wer braucht so einen Scheiß, Alter? Niemand braucht das. Das ist so ein Bullshit. Keiner braucht das. Wer braucht solche Headgears? Die sehen ja nicht mehr spannend aus. Also, super weird. Ganz ehrlich, super weird. Ich verstehe es nicht ganz, aber ist halt Rainbow Six Siege Logik. Muss man mal so sagen, ne? Ich weiß nicht warum, aber es ist halt so. So, jetzt sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich bringe jetzt natürlich noch den LKW dann dahin. Werde den gleich optimieren. Ja. Ja, wie gesagt, hoffe ich hat's gefallen. GTA-Videos werden dann werden halt in dieser Woche 2 kommen. Ich fahr doch alle am selben Tag. Ich meine, es ist dann zwar ein bisschen eintönig, so 2 GTA-Videos an einem Tag. Und falls man mich jetzt fragt, warum machst du nicht einfach XXL-Folge? Naja, es geht ja um die Zahlen. Na. Es geht ja um die Zahlen. ETS 2 ist ja mit GTA momentan von der Folgenanzahl gleich auf. Darum geht's mir. So, und das wird gleich aber kaputt. Also würde aber dann kaputt sein, wenn ich. Das jetzt hier hochlade.
Weil dann ist GTA 2 zwei Videos voraus, weil ich ja letzte Woche kein GTA-Video hochgeladen habe. Ha, ist schwierig. Na egal. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Oder eben nicht. Dann lasst keinen da oder Dislike oder was weiß ich. Dann wäre aber natürlich Feedback sehr gut. Ne? Was kann man besser machen und so weiter und so fort. Ich bin am gucken, ob ich jetzt die ETS2-Videos tatsächlich als Timelapse mache. Ich muss mir allerdings noch angucken, wie ich das mache. So mit Timelapse. Und außerdem weiß ich auch nicht, wann ich das mache. Also, naja, doch, höchstwahrscheinlich, wenn ich halt eben wenig zu labern habe. Muss ich mal gucken. Na, wenn ich wenig zu labern habe, dann mache ich meine Timelapse. Wenn nicht, dann nicht. Momentan habe ich relativ. Also, jetzt hatte ich ja ein Thema für die kurze Strecke, also von der Warte her, ne? Geht das ja. Also, ciao.